Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Novene zur schmerzensreichen Mutter, siebenter Tag. Schmerz gebeugt, aber nicht gebrochen. Die Frauen gingen mit und sahen sich das Grab an. Lukas 23, 55. Heilige Gottesmutter, der schwerste Tag deines Lebens neigte sich seinem Ende zu. Noch blieb dir eine herbe Mutterpflicht, dein Kind zur letzten Ruhe zu betten. Die Liebe und Treue mutiger, hilfsbereiter Jünger war dir Trost auf dem Weg zum Grabe, das dein Liebstes bergen sollte. Wege zu und von den Gräbern gehören immer zu den schwersten. Mutter, auch dieses Leid musstest du durchkosten, damit alle bei dir Trost und Kraft finden können, die Gleiches durchmachen müssen. Du weißt, wie lastend das Alleinsein, das Heimweh auf der Seele liegt. Aber dir blieb die Hoffnung auf das baldige Wiedersehen. Dein Herz hatte nicht nur die düsteren Prophezeiungen bewahrt, es barg auch die Verheißungen deines Sohnes, die Vorhersage seiner Auferstehung. So war dein Leid gemildert, dein Schmerz verklärt. Du verlorst deine Kraft nicht in dumpfer Trauer, sondern du warst die Trösterin aller Treuen, die trotz der äußeren Niederlage zu deinem Sohn hielten. Mutter, es gibt so viele Trostlose, Verbitterte, Verzweifelnde, so viele einsame, verlassene Seelen. Dir möchte ich sie alle schicken, damit du ihnen einen Strahl der Hoffnung aufleuchten lässest. Aber viele finden dich nicht. Geh ihnen in mütterliche Sorge entgegen. Lass sie deine Liebe erfahren und lehre sie, auf jeden Karfreitag einen Ostermorgen folgt. Spende ihnen Licht aus dem Glauben, Kraft aus der Hoffnung, so oft ich heute für sie bete. O Maria, unsere Hoffnung, hab Erbarmen mit uns. O Mutter der göttlichen Gnade, so bitter auch deine Betrübnis bei der Grablegung war, glaubtest du der Verheißung seiner Auferstehung. Er ist auferweckt worden, er hat im Tod den Stachel gebrochen und den Aposteln seinen Frieden hinterlassen. Hilf uns, dieses Ostergeschenk beharrlich zu schätzen und zu bewahren, auf dass wir das ewige Leben erlangen. Christi Mutter stand mit Schmerzen. Mit Schmerzen Angst und Jammer, Arm und Bange,
Alles Leid hilft sie empfangen, dass dass du Leben Herz durchdrang. Ist ein Mensch auf aller Erden, der nicht muss erreichet werden, wenn er es ist Mutter, wie sie das Unbild verschlag, gleich steht und alles klar, nur ins Leid des Sohns verschlägt. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Maria mit dem Kind erlebt.